Hey ho Leute, ist mal wieder euer Peaceberg am Start. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's was unsere Filmfreude aufs Auge gedrückt. Ich rede heute über The Walking Dead Staffel 1, über die Serie. Auf jeden Fall kommen wir erstmal ganz kurz zum Gameplay. Mein Kumpel spielt hier mit der Scorpion auf der Map Rage, spielt hier eine Runde Herrschaft. Der Score lässt sich anschauen, ist richtig nice. Einfach, er hat mir was zur Verfügung gestellt, da ich im Moment kein Call of Duty spiele und eben keine Gameplays da zur Verfügung habe. Außerdem bin ich eh schlecht. Auf jeden Fall kommen wir einfach kurz zur Handlung und wie die Serie gestartet wurde und weiß der Geier noch was alles. Auf jeden Fall, die Serie wurde ursprünglich übernommen von Comic-Serien. Hat einfach sich so ein Typ gedacht, Alter, das Buch, das ist so genial, oder die Comic-Serie, da müssen wir einen Film rausklatschen. Alle Spastis werden sich das angucken. So mit mir und mir. Auf jeden Fall kommen wir da einfach kurz zum Film an sich. Also es geht darum, dass ein Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Einfach, es gibt ein paar Überlebende, so wie man es kennt, und die möchten jetzt einfach den Arsch retten und gucken, dass sie überleben. Für die Leute, wo die Serie noch anschauen oder gerade dabei sind, sollten eher abschreiben, da ich etwas über den Film laber, so eine kleine Zusammenfassung mache, und dadurch würdet ihr euch nur würde ich euch nur Sachen spoilern. Deswegen schaltet am besten ab oder guckt euch nur das Gameplay an, denn das Gameplay ist richtig nice. Auf jeden Fall komme ich kurz dazu. Also da ist so ein Spasti an Polizist, der kommt halt eben eine Kugel in die Brust oder kommt halt uns hin, dann kommt er ins Krankenhaus, ne, mach ich normal weiter, kommt er ins Krankenhaus, dort über wird er dann eingelagert und überwacht dann auf einmal auf so ein Koma raus, wieder aus. Er läuft rum, überall sieht er Zombies und Gedöns und findet keine richtigen Menschen mehr. Dann sucht er eben seine Frau, der hat eben eine Frau und einen Sohn, der Sohn heißt Karl. Und seine Frau heißt noch so eine Tussi, auf jeden Fall versucht er halt dann eben die Leute zu finden, findet die nicht, findet allerdings zwei andere Typen. Der klärt ihn auf, dass da eine Zombie-Apokalypse ausbrochen ist. Also, oh scheiße, ich muss erstmal eine Frau suchen. Ist er eben auf die Suche gegangen, ist Richtung Stadt gefahren, da die Typen da gesagt haben, dort in der Richtung, da gibt es Sicherheit. Allerdings war das nicht so. Dort war auch eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen, wie man es auch sein sollte. Wahrscheinlich war die ganze Welt war Zombies. Auf jeden Fall war er halt dort in der Stadt, ist dann vom Pferd geflogen, weil er das mit dem Pferd geritten. Ist dann im Panzer geflüchtet. Diesen Panzer ist er dann nicht rausgekommen. Dann hat so ein Spasti, so ein Glenn heißt der, das ist ein Asiat, der hat ihn gerettet. Hat ihn aus seinem Auto herausgezogen oder aus dem Panzer gelockt. Dann ist er eben halt zusammen mit dem Auto rumgelaufen. Dann sind die zu so einer, Moment, muss mich überlegen, was da weiter war. Hab das eben vor ein paar Wochen erst angeguckt. Dann ist er halt eben zu seinem Camping am. Dort hat er eben seine Frau gefunden, noch ein paar Überlebende. Und dort haben sie dann eben Zuflucht gefunden. War alles ganz sneaky und war ganz nice. Allerdings ist dann uns an einem Abend, wo haben sie darüber gelabert, was da halt, wie die sie da überlebt haben und wie die zurechtgekommen sind, da die sich am Anfang in so einem Hotel, nicht im Hotel, sondern im Kaufhaus aufgehalten haben. Dort ist dann, sind allerdings auch ganz schön viele Zombies gekommen. Da sind sie geflüchtet, haben ein Ablenkungsmanöver gemacht, indem dieser Asiate eben sich ein Auto genommen hat, die ganzen einmal ums Kraus einen Block gefahren ist und rumgehupt hat wie ein Gestörter. Dadurch sind die ganzen Zombies haben sich gedacht, Alter, die müssen wir folgen. Dadurch sind sie dann eben zum Camp gekommen. Dort haben sie dann überleben, bis auf am Abend kam dann eben Zombie. Wahrscheinlich haben die durch das Rumgehupe oder wie der da halt hergefahren ist, haben sie den gehört. Dabei sind einige gestorben. Am nächsten Tag haben sie halt dann eben das Ding, haben sie die begraben. So ein anderer komischer Typ, der hat die ganze Zeit Loch gebuddelt und hast du nicht gesehen, wie so ein Gestörter, ey. Der hat halt dann eben schlussendlich auch nicht überlebt. Es war insgesamt, also es war glaube ich eine Gruppe von 10 bis 15 Leute. Die ist dann allerdings durch den Angriff ziemlich geringer geworden. Da waren es bestimmt nur noch so, okay, sagen wir so 10. Am Anfang waren es so 20, dann wurde es bestimmt nur 10 bis 12 oder so. Da eben die dort angegriffen wurden, da waren sie dadurch nicht mehr sicher. Dann hat dieser Rick Wimes, der wo eben der Polizist war und am Anfang im Krankenhaus aufgewacht ist, hat eben mitbekommen, dass es eine
uns einen Zufluchtsort gibt, wo eben eventuell Gegenmittel gibt. Die war alles allerdings nicht so. Die sind dann dort eben hingereist über Stock und Stein Richtung dorthin. Dabei wollten sie allerdings erst davor, wenn sie losfahren, erstmal wieder die Waffen holen, denn in dem Zeit, wo der zum Panzer gefahren ist, hat er Waffen dabei gehabt, die hat er verloren. Die haben sie sich dann erst wieder geschnappt. Da waren, was weiß ich, Shotguns und Handguns und weiß der Geier nicht alles drin. Auf jeden Fall sind sie dann Richtung Seuchenkontrolle gefahren, weil da wird alles schön gewesen. Sind dort hingekommen, erst mit Türen verschlossen, dachten sie, ja super, wollten sie gerade wieder gehen, dann hat sich so ein komischer Doktor oder so, hat ihnen die Tür aufgemacht, sind sie reinspaziert, dachten sie, dort sind sie sicher. Der Typ hat allerdings die Türe zugemacht, die konnten nicht mehr raus. Dann hat so ein alter Sack, hat die Türen verschlossen, somit konnte nicht mehr raus. Der hat nämlich dann gesagt, das Gebäude wird im Summen zum Zeitpunkt explodieren und das wollten die natürlich verhindern, bis der Typ da eben gesagt hat, ja, ich mache euch die Türe auf. Allerdings müsst ihr gucken, wie ihr die andere Tür aufbringt. Die haben sie dann mit einer Granate aufgesprengt. Dann war es das eigentlich auch mit der Serie. Die anderen drei Typen haben sich dann in die Luft gesprengt. Die wollten nicht mehr das aushalten und weiß der Geil, wollten einfach nur sterben. Auf jeden Fall kommen wir kurz zum Fazit der ersten Staffel. An sich eigentlich eine recht gute Serie. Recht gut umgesetzt, Synchronstimme, alles perfekt. Einzige, was mich bislang stresst, da ich im Moment schon die zweite Staffel gesehen habe, werde ich allerdings noch nicht erzählen. Dieser komische Sohn, der ist ziemlich nervig. Aber ansonsten, mein Kumpel hat mich damals darauf hingewiesen, Alter, guck das mal an. Ich so, nee, Mann. Ich habe da immer so eingeschaltet und habe immer nie Zombies gesehen. Dachte, ey, das ist ja voll der Bullshit. Aber dachte mir auch, ich will lieber nicht mehr Sachen spoilern und mittendrin anfangen mit der Staffel. Dann habe ich mir einfach mal so gekauft, spaßeshalber. War eben recht nice. All die Leute, wo sich das noch anschauen wollen, weil ich jetzt eben nur so eine grobe Zusammenfassung gemacht habe, wie die es abgegangen sind. Auf jeden Fall, jetzt sind sie dann eben Richtung, sind sie vom Highway losgefahren und sind da weitergefahren und gucken, wo sie nun als nächstes genau hinkommen. Werde ich allerdings jetzt nicht erzählen. Das ist Staffel 2, kommt dann ein extra Part. Wird wahrscheinlich der nächste Part sein. Bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall recht gute Serie mit unterschiedlichen Charakteren und kann sich euch angucken. Die Leute, wo es haben wollen oder Lust drauf haben und denken sich, diese Serie muss man sich angucken. Auf jeden Fall recht nice. Kostet, glaube ich, im Moment Staffel 1 gibt es FSK 18. Rund 20 Euro. Auf jeden Fall recht schöne Staffel. Zombies, wie ihr wollt. Ich würde sagen, ich habe nicht mehr viel zu labern. Ich habe außerdem auf den falschen Spieler geklickt. Er hat in dieser Runde sogar die Docks erhalten. Jetzt im Moment steht der 37-4. Ich würde sagen, das Restliche spulen wir einfach mal vor. Dies, das, Ananas. Wird eigentlich nicht mehr viel passieren. Er macht noch ein paar Kills. Tode kriegt er, glaube ich, nicht mehr. Ja, ist gleich zu Ende. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das interessiert hat und mehr wollt, würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wenn nicht, ist auch egal. Ich mache das Ganze nicht zum Spaß. Mein Kumpel ist ausgegangen mit 42-5. Er hat 6 Eroberungen, 12 Verteidigungen. Ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ist auch mir egal, meine Damen und Herren des gepflegten Film-Schauen-Sports. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.